Für den Staat, für die SED waren Sie ja sicher kein unbeschriebenes Blatt. Gab es da vor dieser Demo auch mal sowas wie Warnungen? Die Warnung gab es eigentlich ganz früh schon. Die gab es schon mit 17 Jahren. Ich bin mit 17 Jahren, damals war ja so ein bisschen die Bewegung der Tremper, der Blueser, der jungen Leute, die mit langen Haaren durch die Landschaft zogen, so Blueskonzerte besuchten. Und in dem Zusammenhang hatte ich Kontakt zu Freunden in Erfurt. Und da hatten wir damals uns beschäftigt mit der Mao-Fibel, des großen Vorsitzenden Mao Zedong. Und da ist zum ersten Mal zwei Herren, die meine Eltern besucht haben. Ich muss dazu sagen, mein Vater war beim Rat des Kreises, also in einer Staatsfunktion tätig. Und wo ich damals zum ersten Mal angezählt worden bin, nach dem Motto, bis hierher nicht weiter. Ich bin dann nach dem Abschluss meiner Werkzeugmacherlehre sofort zur Nationalen Volksarmee gekommen, 18 Monate Grundwehrdienst in Eggesin, Torgelow-Spechtberg, eine der berühmt-berüchtigsten Armeegegenden in der ehemaligen DDR. Und da ist ja für mich dann auch der Punkt passiert, wo ich nachgedacht habe, was willst du selber mal machen, wo ich dann Kontakt zur Kirche bekam, ausgerechnet dort bei der Armee. Ja, und später ist es natürlich so gewesen, während meiner Ausbildungszeit in Neinstedt und in Eisenach, 73 bis 77, fällt ja in die Zeit der Ausbürgerung von Wolf Biermann und in die Zeit hinein der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz im August 76. Muss ich eine kleine Geschichte noch erzählen? Oskar Brüsewitz war Schuhmachermeister und später Prediger in Weißensee, Thüringen, dem Geburtsort, wo ich gelebt habe. Und mein Vater war Ortsparteisekretär der SED. Und ich kriegte praktisch als Kind und Jugendlicher im Elternhaus diesen Konflikt schon immer mit, und spätestens dann, wenn Wahlen waren. Mein Vater hatte ja dafür zu sorgen, dass möglichst eine 99-prozentige Wahlbeteiligung war. Und da gab es natürlich dann Auseinandersetzungen mit Oskar Brüsewitz. Und später, wo ich dann mich auch ein ganzes Stückchen von meinen Eltern aus losgesagt hatte, weil ich Kontakte, also man muss genauer sagen, von meinem Vater. Zu meiner Mutter hat immer einen guten Kontakt gegeben. In der Zeit war es natürlich so, wo ich dann zur kirchlichen Ausbildung gegangen bin, dass dann ein Artikel nach der Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz erschien. Der lautete als Leitkommentar im Neuen Deutschland: Er hatte nicht alle fünf Sinne beieinander. Und dieser Artikel hat Freunde und mich auf den Plan gerufen, und wir haben einen großen offenen Brief an Kurt Haager, den Chefideologen der SED, geschrieben, wo wir deutlich gemacht haben, dass das mit der Würde des Menschen nicht zu vereinbaren ist, was immer er für Position bezogen hat. Dass man an der Stelle einen Mensch nach seinem tragischen Tod, also dann an seinen Verbrennungen verstorben, in dieser Art und Weise in der Öffentlichkeit, in der einzigen Presse Neues Deutschland darstellt. Und das hat mich natürlich dann auch an vielen Stellen nochmal sehr stark geprägt, genauso wie die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Da passierte dann neben anderen Punkten aber eine sehr, sehr starke Politisierung, weil ich natürlich es immer gut fand, wie mutig der Oskar Brüsewitz zum Beispiel auch seinen Standpunkt eines mündigen Christseins in der DDR vertreten hat. Und es war immer für mich das Vertreten eines mündigen Christseins so ein Stückchen Vorbild. Und ich suchte ja später auch immer wieder die zwei großen Strömungen, das Christentum und den Marxismus, in irgendeiner Form nachzudenken, wie sie zu vereinbaren sind miteinander. Kann man als Marxist Christ sein? Kann man als Christ Marxist sein? Das waren ja für uns damals ganz wichtige Fragen.